Hakuna Matata. Hallo ihr Lieben, heute soll es meinen kleinen Jahresrückblick auf das Jahr 2016 geben. Ich habe mir gedacht, ich mache das in Form von so einem Vlog auch und wir reden einfach so ein bisschen darüber und ich erzähle euch, was 2016 bei mir so alles passiert ist, was ich so für Challenges hatte, ob ich meine Ziele erreicht habe und ja, darum soll es halt gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ich würde sagen, als allererstes komme ich mal zu meinen Challenges, die ich mir für 2016 vorgenommen hatte. Ich hatte zum einen die Pokémon-Challenge von der lieben Niki Paula, wo ich mitgemacht habe. Für diese Challenge sollten 6 Bücher gelesen werden, die immer passend zusammen mit einem Pokémon rausgesucht wurden. Also dann musste vom Cover entweder das zusammenpassen oder von dem Inhalt der Geschichte sollte das zusammenpassen. Und ja, da waren 6 Bücher, die da für diese Challenge gelesen werden sollten. Die habe ich im August, habe ich diese Challenge beendet. Da habe ich das letzte Buch gelesen und zwar das Flammenmädchen, der zweite Teil und mein Pokémon war Vulpix, glaube ich, also ein Feuer-Pokémon. Und ja, damit hatte ich diese Challenge dann beendet. Und dann hatte ich noch eine zweite Challenge von den Booktubern rausgesucht. Und zwar war das die Emoji-Challenge. Die habe ich abgebrochen. Ich habe keine Muse mehr gehabt, diese Challenge dann zu beenden, denn ich habe da, glaube ich, 7 oder 8 Bücher gelesen für diese Challenge und es mussten insgesamt 15 oder 16 sein, aber ich habe das dann einfach nicht auf die Reihe gekriegt und ich wollte da nicht auf Teufel komm raus jetzt nur für diese Challenge unbedingt noch so ein Buch lesen. Ich hätte mir dann auch noch 2, 3 Bücher passend zu diesem einen Thema kaufen müssen und da hatte ich dann auch keine Lust drauf und deswegen habe ich diese Challenge dann einfach mal abgebrochen und ja, habe diese Challenge leider nicht zu Ende gemacht. Also das waren so die 2 Challenges, die ich mir von den Booktubern rausgesucht hatte. Dann habe ich noch die Goodreads Challenge gehabt. Da habe ich mir 100 Bücher vorgenommen für das Jahr 2016. Und ich bin da übers Ziel hinausgeschossen. Also ich habe 2016 insgesamt 131 Bücher gelesen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe relativ viele Bücher zwar auch gelesen, die sehr dünn sind. Ich habe dafür aber auch richtige Klopper gelesen, so wie die Passage-Trilogie. Es hat sich da eigentlich auch so gut immer die Waage gehalten bei den Büchern, von der Dicke her. Und ja, ich bin da sehr stolz auf mich, dass ich 131 Bücher gelesen habe 2016. Und ob ich 2017 wieder so viel schaffe, ich habe keine Ahnung. Ich setze mir jetzt nicht ein Ziel, jeden Monat 12 Bücher zu lesen. So, was ich lese, lese ich und was ich nicht lese, lese ich nicht. Ich habe mir für 2017, um gleich mal bei Goodreads zu bleiben, auch wieder 100 Bücher auf die Liste gesetzt für meine Challenge. Ob ich die dann schaffe oder nicht, ich weiß es nicht. Ich mache mir da jetzt auch gar keinen Druck. Wenn ich sie nicht schaffe, schaffe ich sie nicht. Wenn ich sie schaffe, freue ich mich. Ist aber auch, wie gesagt, nicht weiter tragisch. Ist ja nur so für sich selbst so eine eigene kleine Motivation, Bücher zu lesen. Und ja, die Goodreads Challenge ist auch die einzige Challenge, die ich 2017 quasi mache. Ich komme aber nochmal zurück zu meinen Challenges von 2016. Mein Hund trinkt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Zurück aber erstmal zu meinen Challenges von 2016. Ich hatte mir 2016 so für mich quasi noch als Challenge gesetzt, Harry Potter und Percy Jackson zu lesen. Percy Jackson habe ich von Januar bis Mai gelesen, alle 5 Teile. Die habe ich dann auch beendet, die Reihe. Also da habe ich für mich die Challenge erfüllt. Dann haben wir im Juni mit Harry Potter angefangen, haben das bis Oktober sehr gut durchgezogen. Aber im Oktober haben wir den 5. Harry Potter Teil gelesen und boah, war der doof. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Der 5. Harry Potter Teil, der war so nervig, dass ich im November keine Lust hatte, Harry Potter zu lesen. Und deswegen sind wir jetzt im Januar und haben noch den letzten Harry Potter Teil, den wir lesen müssen. Also das heißt, ich habe diese Challenge für mich jetzt quasi nicht ganz geschafft. Was ich aber nicht schlimm finde, denn ich habe nur noch ein Buch übrig und das lese ich jetzt im Januar noch mit der Annika zusammen. Und dann kann ich Harry Potter für mich auch abhaken und habe ich diese Reihe nämlich auch gelesen. Dann habe ich für mich noch gesagt gehabt, ich möchte gerne meine ganzen angefangenen Buchreihen, soweit es geht, die zu beenden. Und ich habe 2016 insgesamt 16 Buchreihen beendet. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde es auch, ist eine ganze Menge. Ich mache dazu nochmal ein extra Video zu den beendeten Buchreihen zusammen mit meinen Jahresfavoriten. Denn ich habe festgestellt, dass fast meine ganzen Jahresfavoriten gleichzeitig die Reihen sind, die ich beendet habe. Also packe ich das nochmal zusammen in ein extra Video. Das kriegt ihr dann auch die Tage noch von mir zu sehen. Und sonst wird das hier einfach zu viel und zu lang. Und das möchte ich nicht. Also wie gesagt, beendete Reihen 16 Stück. Ich habe aber immer noch eine ganze Menge angefangene Reihen. Ich habe, glaube ich, noch um die
20, 25 angefangenen Reihen. Davon kann ich 4 oder 5 Reihen rein theoretisch noch beenden. Das heißt, dass da alle Bücher schon erschienen sind. Bei den anderen muss ich gucken, dass ich die dann dieses Jahr alle fortsetzen kann. Und da werde ich auch nochmal ein extra Video dazu machen. Ich dachte, das interessiert euch vielleicht auch, was ich hier noch so für angefangene Reihen liegen habe, was ich für Reihen dieses Jahr noch beenden kann und was für Reihen ich vielleicht auch nicht weiterlesen werde und was ich aussortiert habe. Denn da waren es auch 2, 3 Stück, wo ich jetzt für mich gesagt habe, diese Reihen werde ich erstmal nicht weiterlesen. Da hat mir der erste Teil zwar ganz gut gefallen, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Ambitionen, diese Reihen unbedingt zu beenden. Das heißt, das werde ich auch nochmal in ein extra Video für euch verpacken. Da könnt ihr dann auch nochmal gucken, wenn es euch interessiert. Und ja, ansonsten war 2016 bei mir vom Lesen her, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich habe sehr viele Bücher gelesen. Ich habe viele gute Bücher gelesen. Ich habe auch 2, 3 wahnsinnig tolle Bücher gelesen, die mich komplett mitgerissen haben, die mich emotional dahingerafft haben quasi. Ich hatte auch 2, 3 Bücher dabei, die leider nicht so schön waren. Aber ich muss sagen, so im Verhältnis bei 131 Büchern, wenn du so 2, 3 Bücher hast, die nicht so ganz so toll sind, dann ist es immer noch ein guter Durchschnitt. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was 2017 für ein Lesejahr wird. Und ob es wieder so ein schönes Lesejahr wird wie 2016, denn ich hatte 2016 sehr, sehr viel Spaß am Lesen. Das Einzige, was ich festgestellt habe für mich, ist, dass ich mit Fortschreiten des Jahres, was die Bücher betrifft, viel, viel kritischer geworden bin. Ich habe angefangen, nach Logikfehlern zu suchen. Ich habe angefangen, die Charaktere zu analysieren. Ich habe die Handlung auseinandergenommen. Ich habe angefangen, das Baukastensystem hinter diesem Buch zu analysieren. Und das hat mich tierisch angebrochen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich mir gedacht, bist du doof? Warum machst du das? Du willst lesen, du willst die Bücher genießen, du willst Spaß an den Büchern haben. Und das habe ich mir so für 2017 auf jeden Fall wieder mit vorgenommen, dass ich, was das Lesen betrifft, nicht mehr alles so analysieren möchte. Ich möchte die Bücher einfach wieder auf mich wirken lassen können. Ich möchte, dass die Bücher mich wieder auf eine Reise mitnehmen können. Und selbst wenn da halt 3 Logikfehler drin sind, solange wie das Endergebnis stimmt, dann ist mir das im Großen und Ganzen eigentlich total piep egal, ob da Logikfehler drin sind. Mein Gott. Dann ist das halt so. Ich finde das jetzt nicht tragisch, wenn da mal ein Logikfehler in der Geschichte ist. Ja, also wie gesagt, ich habe mir halt vorgenommen für 2017 das Lesen auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr zu genießen, weniger die Bücher zu analysieren und mehr wieder auch auf mein Bauchgefühl zu hören und mehr auf mein Gefühl, was ich so beim Lesen halt auch empfinde. Denn wenn ein Buch, das kann noch so viele Logikfehler haben, da kann die Charakteranalyse noch so scheiße sein, wenn mich dieses Buch emotional auf eine Reise mitnimmt, wenn ich mit den Charakteren fühlen kann, und das ist mir scheißegal, ob die sich extrem weiterentwickeln oder auf einer Stufe stehen bleiben, wenn ein Buch mich emotional ergreifen tut und emotional auf eine Reise mitnimmt, dann ist das für mich ein sehr, sehr gutes Buch. Und das ist das, worauf es bei mir ankommt. Denn ich bin ein sehr emotional denkender Mensch. Also ich höre dann lieber auf mein Bauchgefühl als auf meinen Kopf. Und ja, das habe ich mir für 2017 wieder vorgenommen, mehr auf meinen Bauch zu hören und weniger alles zu zerdenken. Ansonsten waren meine Vorsätze für 2017 noch, dass ich, wie gesagt, dieses Jahr keine Challenges mache, außer diese Goodreads-Challenge mit den 100 Büchern. Aber da macht ja Goodreads eigentlich alles selber und ich muss mich da um nichts weiter kümmern. Ich tue dann meine Bücher umsortieren auf den Regalen und der Rest ist erledigt und ich kann immer mal reingucken, wie die Challenge so steht. Andere Challenges werde ich dieses Jahr nicht machen. Ganz einfach darum, weil dieses Jahr für mich ein weiteres Reihenvervollständigungsjahr werden soll und ein Subabbaujahr. Ich habe im Dezember insgesamt Geburtstag, Weihnachten, was vor Weihnachten noch eingezogen sind, waren es 30 Bücher bei mir, was wahnsinnig viel ist. Und durch diese 30 Bücher bin ich jetzt dreistellig. Ich habe gestern mein Sub gezählt, E-Books, die ich noch lesen möchte, plus alles, was ich drüben im Regal stehen habe und bin insgesamt bei 108 Büchern. Ich fühle mich mit dieser 108 nicht wohl. Ich weiß, dass jeder, was den Sub betrifft, ein anderes Empfinden hat. Die einen sagen, ich möchte einen hohen Sub, die anderen sagen, ich möchte gar keinen Sub. Der nächste sagt, ja, so 30 Bücher sind okay. Und da hat ja jeder so ein anderes Empfinden dabei. Da kann ja auch jeder das halten, wie er möchte. Ich fühle mich mit 108 Büchern absolut unwohl. Und ich möchte dieses Jahr wirklich versuchen, den Sub abzubauen. Das heißt für mich, Neuzugänge sind gestrichen. Bis auf Rezensionsexemplare. Das heißt, wenn ich ein Buch jetzt sehe und ich frage es beim Verlag an und der Verlag ist so nett und stellt es mir zur Verfügung, dann werde ich dieses Buch auch lesen. Ansonsten Reihenfortsetzungen werde ich mir noch kaufen und alles, was von Jennifer Armentrout, Samantha Young und Laura Newman ist,
diese drei muss ich kaufen, weil das sind auch Bücher, die ich sofort immer lese. Und teilweise auch noch Bianca Iosivoni, die ziehe ich da jetzt auch nochmal mit rein. Was halt so Autoren sind, die ich wirklich ultra gerne lese, wo ich auch mich sehr schon auf die Geschichten freue, wenn die rauskommen. Und ja, aber ansonsten werde ich mir versuchen, ich sage bewusst versuchen, keine weiteren Bücher zu kaufen, sondern erstmal das zu lesen, was ich hier noch im Regal stehen habe, weil ich habe so viele tolle Bücher da drüben im Regal stehen, die ich auch schon so lange lesen möchte und immer lese ich sie nicht, weil irgendwas dazwischen kommt. Ich neue Bücher kaufe und dann kriege ich Rezi-Exemplare, dann kriege ich mal ein Buch geschenkt und ich komme einfach nicht dazu, den Sub abzubauen und das habe ich mir für dieses Jahr auf jeden Fall ganz, ganz fest vorgenommen, dass mein Sub schrumpfen soll. Ich möchte gucken, dass ich so Ende des Jahres vielleicht auf einen Sub von 50 bin. Ich denke, das ist realistisch. Ich wäre natürlich gerne am Ende bei 20, aber ich glaube, das ist zu unrealistisch. Das sind 30 Bücher nochmal mehr. Ich denke aber, 58 Bücher von meinem Sub abzubauen, das müsste ich hinbekommen. Das heißt, es wären jeden Monat ungefähr 4 Bücher von meinem Sub, 4 bis 5 Bücher von meinem Sub, die ich lesen müsste, um diesen Sub abgebaut zu bekommen. Da muss ich mal gucken, wie ich das schaffe. Ich hoffe, dass ich es schaffen werde, aber das ist halt mein großer Vorsatz so für 2017. Sub abbauen, rein vervollständigen und ja, dass ich dann am Ende des Jahres sagen kann, mein Sub ist nur noch 50 Bücher. Schauen wir mal. Auf jeden Fall soll er nicht weiter wachsen. Also das heißt, Minimops-Bestellung, Rebuild Unpackings, Avel ist für mich alles erstmal gestrichen. Wenn ihr mir jetzt sagt, du musst dieses Buch unbedingt lesen, nein. Ich werde das nicht mehr tun. Ich werde wirklich keine Bücher jetzt mehr, die irgend mir wer empfiehlt, auch kaufen, weil 108 Bücher. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte diesen Sub weghaben. Also ist bei mir jetzt Buchkaufverbot mit halt ein paar Ausnahmen. Ansonsten, was war 2016 noch bei mir los? 2016 war ich auch wieder auf beiden Buchmessen, einmal in Leipzig und einmal in Frankfurt und ich habe auch dort wieder ganz viele tolle Leute getroffen und kennengelernt und ich finde ja, die Buchmessen sind immer so eine wunderschöne Erfahrung, auch mal die anderen Booktuber zu sehen und andere Leute auch mal wieder zu treffen, die man sehr, sehr lange nicht gesehen hat. Und das ist einfach immer so ein ganz, ganz tolles Gefühl auch. Und dann ist es natürlich auch schön, so über das Messegelände zu schlendern und sich bei den Verlagen das alles anzugucken. Dann gegebenenfalls zu irgendwelchen Lesungen zu gehen oder Autogrammstunden. Ich finde, das gehört halt alles so mit da dazu. Und ich finde halt dieses Gefühl und dieses Feeling, was diese Buchmesse halt immer so vermittelt, einfach ganz, ganz toll. Und dann war es ja dieses Jahr in Frankfurt, war es ja so, dass ich mich mit meiner Freundin Jenny, die mich ja immer auf die Messen begleitet, wir haben uns dort mit Annika und einer Freundin getroffen und dann haben wir uns dort noch mit Sina getroffen und das war so ein perfekter Tag. Ich kann euch das nicht anders sagen. Es war, glaube ich, der perfekteste, tollste, lustigste Tag dieses Jahres überhaupt. Wir haben uns alle 5 so super gut verstanden. Wir haben uns so super gut ergänzt, alle Mann. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre an dem Tag. Und es hat einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht, an diesem Tag über die Messe zu laufen. Und es war einfach wirklich wunderschön. Und ich freue mich auf nächstes Jahr auf jeden Fall auf die Buchmessen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es mit Leipzig aussieht, ob ich da 2 Tage hinfahre. Einen Tag möchte ich auf jeden Fall hinfahren. Aber ich glaube, 2 Tage wird dieses Jahr jetzt bei mir nichts werden, denn arbeiten und auch finanziell muss man da ja mal gucken, wie das alles so funktioniert. Aber einen Tag werde ich auf jeden Fall versuchen zu kommen. Welcher Tag das ist, weiß ich noch nicht. Das mache ich dann noch abhängig von den anderen. Also sprich, ich möchte mich ja dann dort auch mal mit ein paar Leuten treffen. Ne Kati, ne Niki und so. Und dann muss ich halt mal gucken, wann diese Leute, an welchem Tag die auf der Messe sind. Und danach mache ich das dann halt auch abhängig. Und ja, aber ansonsten freue ich mich schon wieder sehr auf die Buchmessen und bin gespannt, wie die dieses Jahr werden. Ansonsten war ich dieses Jahr auch bei der lieben Niki hier in Dresden. Ich habe sie ja dort besucht, so übers Wochenende. War auch wahnsinnig toll, hat mega viel Spaß gemacht. Wir waren Parkeisenbahn fahren, wir waren im Zoo. Wir waren dann abends noch mit der Copperbat und der Taya, die ja auch mit bei Nikis Kanal mitmachen, so waren wir dann abends noch essen. Das war auch super lecker. Und dann sind wir durch die Stadt gelaufen und haben Pokémon gejagt, 2 oder 3 Stunden. Und haben uns so ein bisschen noch Dresden angeguckt. Das war richtig cool. Das hat mega viel Spaß gemacht. War ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und Niki hat so eine süße Katze. Der Percy, der ist so süß. Den hätte ich am liebsten eingepackt und mit nach Hause genommen. Ne? Also, der ist so schnuffelig. Ja, ich habe mich ein bisschen in Percy verliebt, als ich dort war. Niki, ne, also das nächste Mal, wenn ich komme,
halt deine Katze fest, sonst ist sie weg. Ja, hat auch, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß gemacht, Nikita in Dresden zu besuchen. Ich will mal gucken, vielleicht können wir uns dieses Jahr auch nochmal irgendwie sehen und besuchen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten habe ich dieses Jahr auch noch eine Self-Publisherin für mich entdeckt, von der ich ein wahnsinnig großer Fan bin. Ihr dürftet jetzt wissen, wen ich meine, wenn ihr mich in den letzten Monaten verfolgt habt. Und zwar Jacqueline Fellgut. Ich bin im Juli von Jackie angeschrieben worden und sie hat mich gefragt, ob ich Hashtag Folge deinem Herzen lesen möchte. Und dieses Buch hat mich so umgehauen. Es hat mich so geflasht. Dieses Buch, ich kann es euch jetzt nur sagen, ist definitiv eins von meinen Jahreshighlights. Und es war einfach so ein rundum perfektes Buch. Es war eine so wahnsinnig tolle Liebesgeschichte. Die hat mich berührt, die hat mich auf eine emotionale Reise mitgenommen. Ich war die ganze Zeit bei der Protagonistin und Jackie hat so einen super tollen Schreibstil. Sie kann so toll Dinge umschreiben und Szenen beschreiben und sie hat so eine tolle Ausdrucksweise. Und im Nachgang freue ich mich so, dass Jackie mich damals angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich dieses Buch lesen möchte, denn ich wäre sonst wahrscheinlich nicht so schnell auf Jackie gekommen bei den ganzen Massen an Self-Publishern, was ja bei Amazon so rumspukt. Und ja, bin da wirklich sehr, sehr erfreut drüber und ein ganz, ganz großer Jacqueline Fellgut-Fan inzwischen. Ich will auch die anderen Bücher, die sie ja dieses Jahr, also die sie letztes Jahr in ihrem Projekt ja rausgebracht hatte. Jackie hatte ja 2016 so ein Projekt. 12 Bücher schreiben in 12 Monaten, was sehr, sehr heftig ist. Und sie hat es geschafft. Und herzlichen Glückwunsch, Jackie, auch an dieser Stelle, falls du das sehen solltest. Und ja, ich werde die anderen Bücher, die mir bis Juli auf jeden Fall noch gefehlt haben, nochmal mitlesen. Und das Buch vom, das neue jetzt vom Januar ist das, glaube ich. Das habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch mir dann kaufen und lesen. Und ja. Bin ein sehr, sehr großer Jacqueline Fellgut-Fan auf jeden Fall, was das betrifft, geworden und freue mich dann auf die neuen Bücher, die sie 2017 dann vielleicht schreiben tut, aber sie hat ja gesagt, sie macht jetzt erstmal Urlaub, was nach so einem Jahr sehr verständlich ist. Und ja, ansonsten an Self-Publishern habe ich noch die Everly kennengelernt, da habe ich ja jetzt im Dezember ein Buch gelesen und zwar Der Nachtfalter. Hat mir auch ganz gut gefallen, war eine schöne Jugend-Fantasy-Liebesgeschichte mit einem richtig guten Liebesdreieck. Da kommt jetzt der zweite Teil im Januar raus, den lese ich jetzt auch und Everly ist auch eine ganz, ganz nette, genau wie Jackie. Und mit den Autoren dann halt auch so Kontakt zu halten und zu schreiben, das ist ganz, ganz toll und das ist eine richtig schöne Erfahrung, die ich da dieses Jahr auch gemacht habe. Dann habe ich 2016 auch angefangen, so ein bisschen mit den Verlagen zu schreiben und zu kommunizieren und kann da wirklich auch nur ein ganz großes Lob an den HarperCollins Verlag aussprechen. Die sind so nett dort, die Leute. Ey, das glaubt ihr gar nicht. Die sind alle so freundlich und ganz zuvorkommend und ja, kann da wirklich diesen Verlag an dieser Stelle wirklich nur loben. Die sind auch wahnsinnig schnell, was den Bücherversand betrifft. Also ich habe von denen ein Buch genehmigt bekommen und am nächsten Tag hatte ich es im Briefkasten. Das ist total krass. Also was das betrifft, ist der HarperCollins Verlag wirklich ein ganz, ganz toller Verlag. Und vielen Dank, dass ich die Bücher mal lesen darf, falls das einer vom Verlag hier sehen sollte. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr drauf, vielleicht noch weitere Autoren kennenzulernen und weitere tolle Geschichten dann auch zu lesen. Ich freue mich drauf, dass Laura dieses Jahr ihr neues Buch rausbringt, This New World. Und bin da schon sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten bin ich gespannt, was 2017 so für uns fürs Lesen bereithält und hoffe, dass es ein ganz, ganz tolles Lesejahr für uns alle wird, dass wir viele tolle Bücher lesen und mal gucken, was ansonsten noch so passiert in diesem Jahr. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich möchte dieses Video jetzt nicht noch mehr in die Länge ziehen. Ich rede schon viel zu viel und viel zu lang. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch allen ein ganz, ganz tolles Lesejahr und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!